Herzlich willkommen zum dritten Tag unserer Retro-Kompott-Corona-Sommerfest-Gala auf Twitch. Wir sind hier wieder live bei uns im Museum, im Retro-Spiele-Club in Hamburg und wollen euch jetzt hier in der ersten Stunde ein bisschen was über das Programm sagen, ein bisschen was über uns vielleicht erzählen und ja, mal schauen, wo uns der heutige Tag hinführt. Wie immer sitze ich hier hinter einer Plastikfolie, Corona-konform, und sehe weit in der Ferne irgendwo den Robin und der wird sich gleich mal versuchen zu melden aus der anderen Ecke unserer Location. Robin. Willkommen aus der anderen Ecke. Ach, der Location, hast du schon gesagt. Ja, hallo und schönen Sonntag wünsche ich euch allen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und Patrick und ich werden euch gleich nochmal erklären, warum ihr jetzt gerade einschaltet, warum ihr nicht entspannt bei uns chillig in der Location sitzt bei unserem Sommerfest, sondern wir uns darum entschieden haben, aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen aus der Geschichte her dann doch eine Online-Gala zu machen. Wir machen das Ganze jetzt etwas kürzer als in den letzten Tagen. Wer noch mal genauen Infos haben möchte, der kann mal gestern in die erste Stunde reingucken. Da sind wir sehr in die Details gegangen. Wir wollen aber heute auch noch ein bisschen was zum Programm sagen. Also Grundproblem ist, wir sitzen in Hamburg und die Corona-Regeln hier sind schärfer als in den anderen Teilen der Bundesrepublik. Hier gibt es eine 10-Quadratmeter-Regel pro Person, die in Räumlichkeiten eingelassen werden darf. Und das macht es uns hier unmöglich, einen Betrieb zu führen, der irgendwie sinnvoll ist, da wir hier in der Hauptausstellungsfläche 100 Quadratmeter haben und damit höchstens 10 Leute reinlassen dürften, was sehr schwierig ist bei 50 Stationen, bei 50 Geräten und wie gesagt, eigentlich sehr viel mehr Platz. Wir haben kein Problem mit der Maskenpflicht oder mit Beschränkungen wie Abstand und Co. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Aber das ist halt, je kleiner die Location ist, desto schwieriger ist es in Hamburg zumindest etwas zu tun. In Schleswig-Holstein oder Niedersachsen könnten wir anders agieren. Da hätten wir hier unser Sommerfest vor Ort machen dürfen. Hier können wir es natürlich nicht machen, weil ein Sommerfest, was hier normalerweise stattfinden würde, ist natürlich nicht mit 10 Leuten in irgendeiner Form sinnvoll. Dann würde jeder in einer Ecke sitzen sozusagen und wir könnten uns zuwinken. Ja, wir haben da einen QR-Code im Bild. Den seht ihr da unten. Da steht alle Infos zum Ablauf. Wer jetzt die Details da nochmal haben möchte, einfach den QR-Code nutzen oder den Link da drunter. Da findet ihr auch nochmal die Infos, wie man uns helfen kann. Und ihr habt uns in den letzten 2 Tagen wirklich schon wieder enorm geholfen. Wir blenden hier unten noch immer ein, wie viele Tage laufende Kosten wir wieder sichern konnten durch diese Gala. Und da auch nochmal die Info, laufende Kosten heißt tatsächlich im Endeffekt Miete. Und das ist halt das, was hier erstmal relevant ist, weil wir haben jetzt seit März 2020 diese Corona-Pandemie und seitdem durch Besucher natürlich keinerlei Einnahmen generieren können. Wir möchten ja dieses Projekt hier nicht aufgeben. Wir haben nie einen richtigen Regelbetrieb fahren können. Und ich denke mal, wenn ihr schon mal hier wart oder uns mal besucht, dann wisst ihr auch, warum wir dieses Herzensprojekt hier erhalten möchten, weil wir haben hier wirklich Jahre für gekämpft. Vielleicht zeigt uns Robin nachher noch mal ein paar Sachen. Ich wollte aber einmal noch mal kurz auf die Sachen von gestern eingehen. Einmal, nee, ich fange mal anders an. Einmal möchte ich mich bei Torben bedanken. Da kam eben gerade noch eine Spende. Wobei bedanken natürlich, aber er hat auch den Sonntag, also den heutigen Tag, mit beeinflusst. Nachher gibt es ja ein Panel, wo ich Sachen spielen muss, die ich vielleicht nicht mag. Und der Torben hat auch einen Spielewunsch mit angegeben. Wie gesagt, auch da sind die Infos auf der Seite zu finden, wie man das machen kann. Und er hat mich jetzt noch gezwungen, dass ich Barbie spielen muss. Also irgendwann heute im Laufe des Abends werde ich Silvestri-Spiele spielen, die man mir aufgetragen hat. Und bisher sind das Sachen wie Stopp den Kalippo-Fresser, Barbie und ähnliches. Und wenn ich daran denke, dass aus dem Retro-Kompott-Team, die Miriam auch noch Sachen vorschlagen wird, habe ich ein bisschen Angst für den heutigen Abend. Aber es wird sicherlich unterhaltsam für die Zuschauer. Unterhaltsam. Da müssen wir einmal mit Robin, nein, wir müssen uns bei ihm bedanken, aber auch gleichzeitig schimpfen, aber nur in Anführungszeichen, weil es gab gestern den 50. Top 3 Talk mit Ingo. Eine Sendung, wo jeder über seine Top 3 Silvestri-Spiele redet. Und da haben wir so gedacht, das wird ein paar Stunden dauern. Das wird aber eine schöne Jubiläumsshow. Die wurde auch schön, aber sie wurde ja ein bisschen von Robin, beziehungsweise durch seine Taten im Hintergrund gecrashed. Vielleicht magst du einmal kurz sagen, Robin, was da gestern passiert ist. Ja, ich habe euch zugeschaut. Ich kann ja bei C64 relativ wenig erzählen, weil ich keine wirkliche C64er-Historie habe, bis auf bei Freunden, wo ich dann daneben saß, wenn die irgendwas gespielt haben. Nur da kann ich halt nur wirklich bei wenigen Titeln sagen, was ich da gespielt habe. Aber als ich euch da quasseln sah, dachte ich, man könnte ja nochmal irgendwie unseren Stamm an ehemaligen Interviewpartnern durchpflügen. Und dann fiel mir ein, dass die inzwischen die liebe Becky, Burger Becky alias Rebecca Heinemann, ja natürlich eine tolle C64er-Geschichte hat, weil die als Coderin früher bei diversen Projekten auf dem C64 mit dabei war. Und ich dachte,
Ach, weißt du was, schreibst du sie mal nett an, schreibst, hi Becky, vielleicht hast du gerade Zeit und Lust und Lust hast gerade, möchtest deine Arbeit beiseite schieben. Wir machen gerade einen Twitch, um bei uns hier das zu erhalten, die Location. Und wenn du Lust hast, hier hast du die Daten, komm doch rein, wir freuen uns. Und ich bekam nichts zurück und denke, ach na Ja, ja. und ich sitze da, mache so ein bisschen das Backoffice. Ingo moderiert seinen Top-3-Talk, die Top 50. Dann kam zuerst der Richard Löwenstein dazu, den hatte ich informiert. Der hat ja auch eine tolle Zwestig-Vergangenheit, hat ja früher auf dem Zwestig programmiert. Twinkie Goes Hiking war sein Erstlingswerk und ähnliches und hat uns da schon tolle, ja, Anekdoten erzählt. Die Show lief und einmal sehe ich im Warteraum Rebecca Heinemann und denke so, hier stimmt irgendwas nicht, weil A, habe ich sie gar nicht angeschrieben, weil englischsprachige Gäste habe ich nicht angeschrieben, weil ich ja dachte, wir machen einen deutschen Top-3-Talk für Ingos Show. Und ja, natürlich haben wir sie aus dem Warten rausgeholt und es war wirklich Rebecca Heinemann. Und irgendwann dämmerte es bei mir und ich dachte, da muss Robin irgendwie die Finger im Spiel gehabt haben, weil woher hat sie sonst die Login-Daten? Ich habe sie ihr nicht geschickt. Ja, und dann ging es richtig ab und es war richtig toll. Wir mussten dann spontan auf Englisch umswitchen. Tut uns auch leid für die Zuhörer später im Audio, aber natürlich, wenn wir eine Szene-Legende in den Talk mit reinbekommen, dann wollen wir natürlich auch ein bisschen diese Person in den Mittelpunkt stellen. Und das ist die Gründerin von Interplay und eine der genialsten Programmiererinnen weltweit, das muss man wirklich so sagen, war halt bei uns dann zu Gast im 50. Top 3 Talk. Und selbst der Richard Löwenstein war völlig geflasht und hat sich in ein Gespräch mit ihr vertieft und auch nochmal über die Besonderheiten ihrer Karriere gesprochen. Also, das war legendär, das hat mich umgehauen, das hat Ingo umgehauen und der Top-3-Talk dauerte am Ende fast 6 Stunden. Er lädt übrigens schon als Panel bei YouTube hoch, das heißt, im Laufe des heutigen Tages könnt ihr auch dort aus dem Archiv sich alle Panels anschauen. Ich empfehle da definitiv nochmal auch in diesen Top-3-Talk reinzuschauen, denn da gab es nicht nur, wie gesagt, diese interessanten Diskussionen, sondern auch noch ganz, ganz viele Sachen mit unseren Retro-Kompottis und auch der Oliver Lindau war natürlich mit dabei und hat auch nochmal das Eye of the Beholder gezeigt und da nochmal viele Dinge erzählt. Und wie gesagt, dass dieser Top-3-Talk 5 bis 6 Stunden dauert, hätte ich niemals gedacht. Und ich habe heute Morgen auch überlegt, wie ich es schaffen soll, hier wieder in die Location zu kommen. Also ich bin komplett durch, das gebe ich gerne zu, habe mich jetzt noch ein bisschen mit Espresso wieder aufgeputscht hier, damit wir wenigstens die erste Stunde noch live durchhalten, weil nachher habe ich ja wieder eine Geschichte, wo ich nicht weiß, wie lange sie dauert. Da freue ich mich riesig drauf, aber ich möchte nicht vor der Kamera einschlafen. Also danke, Robin, für die Idee. Es war wirklich der Hammer, dass du das gemacht hast, aber es war auch gleichzeitig schockierend, weil ich dachte eigentlich, wir erleben da keine Überraschung. Mal gucken, vielleicht passiert ja heute wieder etwas Komisches, aber bitte, Robin, übertreibe es nicht. Wir möchten irgendwann auch tatsächlich dann durchkommen. Es war wieder retrokompottisch. Also Ja, das war Retro-Gewosch und ich habe auch beim Gucken von dem, was sie gesagt hat, ist mir wieder aufgefallen, was so genial an ihr ist. Die technische Seite können wir halt immer nur als Endprodukt sehen, aber was ich bei ihr gemerkt habe, hast du gemerkt, Patrick, wie intuitiv sie die Titel aufgezählt hat, an denen sie mitgearbeitet hat, wo du denkst, wie kann man sich nach 35 Jahren noch an 20 Titel erinnern, wie aus der Pistole? Bam, 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 bam. Ich meine, die wird ja an Hunderten von Spielen mitgearbeitet Nein, haben. nein, nein, hat sie ja nicht. Sie hat ja nur diese Spiele programmiert, die sie genannt hat. Das waren alle tatsächlich. Ansonsten hat sie noch Umsetzungen gemacht. Das waren aber nicht auf dem C64. Das war ja Aber ihre Titel. trotzdem war das für mich unglaublich, wie sehr sie das noch alles wusste. Naja, du hast eine Sache nicht vergessen. Es gibt die Netflix-Serie Highscore. Da wurde sie ja auch besucht als legendäre Entwicklerin. Und Netflix hat ja wohl ein paar Tage bei ihr gedreht und Interviews geführt. Ich denke, auch da wurde schon wieder viel hervorgeholt. Und erwähnt und erzählt. Und wenn man das ja immer wieder erzählt, weil danach hat sie ja gesagt, wurde sie auch auf der Straße sogar angesprochen, weil auf Netflix in einer sehr beliebten Dokumentation aufzutauchen, das gucken wohl wirklich sehr viele Leute weltweit. Glaube ich Und auch, ja klar. sie wurde auf der Straße angesprochen inzwischen auf diese Auftritte und hat ja auch beim letzten Talk bei uns, als wir, glaube ich, bei Paradiso Gamescom oder später, ich weiß es nicht mehr, da hatte sie sich ja bei uns noch mit den Worten vorgestellt: Hi, I'm the girl from Netflix. Fand ich auch ziemlich cool. Das heißt, das hat selbst Rebecca wohl überrascht, wie viel Resonanz man darauf bekommt. Also, es war wirklich ein legendärer Abend gestern. Ich werde mir das irgendwann nochmal in Ruhe anschauen. Ich kann auch diese ganzen Dinge leicht übermüdet und nach fast 30 Stunden Stream irgendwann nicht mehr richtig aufnehmen. Und ich glaube, wir werden alle erst nach ein paar Tagen verstehen, was da eigentlich passiert ist. Ja, was heute passiert, werden wir vielleicht noch mal kurz erzählen. Aber wie gesagt,
Der Grund, weshalb wir das hier machen, ist natürlich, dass wir die Location hier erhalten. Vielleicht kannst du noch mal, Robin, noch mal ein kleines bisschen hier die Location zeigen, falls einige jetzt nicht gestern oder vorgestern damit bei waren beim Stream, dass du einfach noch mal zeigst, was wir hier aufgebaut haben, was wir gerne wieder irgendwann unter Normalbedingungen oder einigermaßen vernünftigen Bedingungen öffnen möchten und worum wir hier eigentlich kämpfen, dass du das uns noch mal ein bisschen vielleicht zeigst. Wir schalten noch mal rüber und hoffen, dass die Technik stimmt. Ich muss erstmal das Gimbal hier davon überzeugen, dass es das zeigt, was ich möchte. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil die Steuerung ist wie bei einem schlechten Flugsimulator oder Fahrsimulator falsch rum. Also, ihr befindet euch gerade in der Location. Wir haben einen 110 Quadratmeter Raum, wo wir über 50 Geräte aufgebaut haben, die man hier spielen kann. Zusätzlich haben wir hier eine wunderschöne Wand mit PC-Bigboxen der letzten 40 Jahre. 35 Jahre. Und das, was ihr hier machen könnt, ist, wenn ihr herkommt, ihr könnt spielen an allen möglichen Geräten, an allen möglichen Controllern, alle möglichen Spiele. Wir haben hier ganz viele Spiele aufgestellt, die ihr selber mitnehmen könnt und dann mal zum Daddeln hier in die Geräte steckt. Das ist hier so eine Box. Da habt ihr dann, keine Ahnung, fürs Master System sagt ihr, ich möchte gerne Marble Madness spielen, dringend. Oder ihr sagt, ihr habt Bock auf Winter Olympics auf dem, wobei das eine ganz scheußliche Fassung ist, aber auch egal. Ihr möchtet nochmal wieder Sonic spielen, das habt ihr früher geliebt und in der Emulation ist es schlecht. Oder ihr sagt, hu, ich habe Aladdin früher geliebt auf dem Mega Drive. Oder ihr sagt, ah nee, weißt du was, ich bin ein großer Fan von, gibt es ja auch was Gutes? Ja, hier, Sega Superstars Tennis, eine ganz miese Mischung. Nein, Sega Stars spielen auf der Wii, Nintendo hätte sich Schrott gelacht, irgendwann gab es das aber trotzdem mal. Oder ihr sagt, oh Wahnsinn, ich habe auf dem Amiga immer Parasol Stars gespielt. Dann nehmt ihr euch das, steckt das in den Amiga und spielt bei uns einfach los. Diese Location ist ein lebendiges Museum. Das heißt, alles das, was hier an Geräten steht, könnt ihr auch benutzen. Sie sind dann alle angeschaltet. Wir wollen das jetzt aus Stromspargründen und aufgrund der Beschaffenheit der Geräte, die werden ja auch nicht jünger, einfach mal hier so laufen lassen. Ich gehe mal wieder den Weg. Wenn ihr wollt, guckt euch die Panels von gestern und vorgestern an, dann erkläre ich nochmal, was hier alles steht. Aber im Prinzip kann ich eben sagen, eigentlich haben wir für die meisten Phasen der Jugendlichen von damals die passenden Geräte. Das ist wirklich eine tolle Mischung, die hier steht. Wir haben einen großen Commodore-Tisch. Das ist das hier. Wir haben eine Lounge. Da in der Lounge könnt ihr, wenn ihr wollt, an alten Röhrenmonitoren Master System oder Mega Quatsch oder Super Nintendo spielen. Wir haben hier eine große Wand mit Zeitungen und Zeitschriften. Keine Ahnung. Oh toll, meine erste PC-Player. Ich weiß es nicht. 94 müsste es sein, genau, mit Colonization, oder er sagt, oh, ich war früher großer PC-Action-Freund, ich nicht, aber vielleicht wart ihr das ja. Oder er sagt, auch die Neuzeit interessiert mich, ich möchte nur mal eine Return lesen. Und wir haben hier auch Returns liegen. Ja, ganz viele Möglichkeiten. Hier unten wird es älter, die Data-Welt von 86. Wenn wir noch weiter runtergehen, haben wir hier auch noch mal so ach, ein paar Konsolenmagazine, die Videogames. Und ganz unten liegen manchmal die ganz seltenen Sachen, die ich aussortiert habe. Ein Jahr alte PC-Games-Hardware. Die werdet ihr nicht lesen wollen, die schmeiße ich bloß ungern weg. Deswegen habe ich sie da unten hingeschmissen. Ja, Patrick, ich kann das immer nur wieder sagen. Was wir hier machen, ist mit Sicherheit einzigartig. Wir sind die armen Irren, die Leute an alten, teuren Geräten spielen lassen, ohne Skrupel. Und wir finden das gut so. Das gehört sich so. Ansonsten verliert man irgendwann die Fähigkeit zu verstehen, wie früher gespielt wurde, wenn man immer nur die Sachen in der Emulation sieht, auf dem großen modernen Fernseher und an den falschen Joysticks oder solche Spiele wie hier zum Beispiel Donkey Konga auf dem GameCube. Wie soll man das auf eine andere Möglichkeit spielen als mit echten Donkey Kongas? Also ganz ehrlich, das sind so Sachen, da stelle ich mir dann immer die Frage. Zusätzlich werden wir hier noch so einen kleinen Museumsshop auch noch mit einbauen, dass man auch mal Spiele hier kaufen kann, wenn man möchte. Aber das Wichtigste in unserem Laden hier oder in unserer Location, in unserem Museum im Aufbau, das ist der richtige Titel, ist einfach, dass wir einen Schritt, wenn man über diese Türschwelle geht, in eure Vergangenheit geht und ihr euch im Prinzip wieder fühlt, wie mit 15 oder 12 oder 10 und das erste Mal das Gerät anschaltet und überlegt, wie habe ich das eigentlich damals gemacht? Wie kann ich das Spiel starten? Weil das geht uns theoretisch alle jede Woche wieder neu, sodass wir bei einigen Geräten überlegen, verdammt, wie funktioniert das eigentlich noch? Ja, Patrick, soll ich irgendwas nochmal speziell zeigen? Kannst du ja leider machen. Vielleicht können ja auch Leute im Chat einfach schreiben, was sie nochmal sehen möchten hier bei uns.
Einmal nochmal ein kurzer Kommentar hier auch zum Chat gerne. Ganz kurz nochmal, wie gesagt, unser Hauptproblem sind ja nicht die Corona-Regeln in Deutschland. Unser Hauptproblem ist tatsächlich im Augenblick Hamburg, weil wir haben hier, wie gesagt, diese Quadratmeter-Regel parallel zur Abstandsregel, die uns hier einen Betrieb fast unmöglich machen lässt. Und wir haben in Hamburg tatsächlich seit Wochen immer etwas härtere Regeln als im Umland, unabhängig von der Inzidenz, weil aus Vorsichtsmaßnahmen hier der Senat die Regeln etwas schärfer macht als woanders. Robin, du wirst immer eingeblendet, wenn du da Geräusche machst. Ich mache keine Geräusche. Doch, ich wollte einmal nur euch zeigen, wie wir von außen aussehen. Und dann kann ich ja mal reingehen. Also wir haben hier den tatsächlich rausgegangen großen Retro-Lurch draußen hingeklebt. Und ich gehe mal wieder rein. Das wäre der Weg, den ihr gehen würdet. Hier oben haben wir noch so ein schönes Schildchen. Da steht großes Spielemuseum. Und das ist hier laut. Das ist eine Hauptverkehrsstraße. Ich dachte eben, da lief ein Video. Robin ist wirklich rausgegangen. Du kannst doch mal meinen Plastikkäfig hier zeigen. Ich sehe ja im Bild hier aus, als wenn ich hier frei sitze. Nein, ich bin eingesperrt. Patrick ist hinter Frischhaltefolie verpackt. Das heißt, wir sind Corona-konform mit Spuckschutz. Und ihr hört mich jetzt doppelt. Patrick hat hier, ich mache mal einen kleinen, in den Hexenkäfig hätte ich beinahe gesagt. Warte mal, gucken wir mal rein. Lass dein Handy bitte nicht fallen, das könnte wehtun. Patrick hier, einmal lächeln für die Kamera. Ja, bist du da oben irgendwo? Hallo Robin. Ja, in der Plastikfolie ist echt ein schönes Gefühl. Ja, Stereo, Robin, lässt dich nicht ändern. Wir müssen hier manchmal so ein bisschen improvisieren. Ich bin gespannt, wenn der Plastik zurück auf mein normales Bild, das sieht doch etwas besser aus. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass Robin noch mal etwas zeigt, sagt gerne Bescheid. Ansonsten werden wir noch mal ein bisschen was zum Ablauf erklären und ein paar andere Sachen hier noch mal machen. Du kannst doch einmal zu den Zeitschriften gehen, Robin. Du darfst dein Fetisch hier ja auch mal live ausleben. Live-Fetishing, das ist bei Twitch auch immer gern genommen. Ich kann auch an Plastikohren nuckeln, aber das macht für euch wahrscheinlich keinen Sinn. Ach, weißt du was, ich greife hier einfach mal. Dann bin ich übrigens auch raus, wenn du damit anfängst. Dann wird diese Folie hier noch mal verstärkt. Keine Ahnung, was haben wir denn hier? Ja, nicht so eine schöne Phase, weil schon zu viel CD-ROM ist die Powerplay von, oder Powerplay 996. Da sind viele. Entschuldigung, ich würde einmal ganz kurz in den Chat eingehen, weil es uns durchscrollt. Natürlich können wir hier alles einlesen und arbeiten mit den mit Hygienekonzepten. Wir sind ein Museum. Man braucht hier im Augenblick noch nicht mal einen Impfnachweis. Wir haben halt ein Problem mit den Quadratmetern. Wir haben kein Problem mit den anderen Regelungen. Kontaktnachweise laufen wir über eine App oder über Zettel. Alles ist hier so geregelt, wie es in Hamburg angeordnet ist. Wir haben wirklich nur das Problem, dass wir den Betrieb nicht vernünftig aufrechterhalten können, wenn wir nur mit ungefähr 5-10% Auslastung arbeiten. Weil dann ist jede Öffnung eigentlich, ich will nicht sagen ein Schaden, das wäre blöd formuliert. Dann ist aber halt das Problem, dass wir einfach nicht so agieren können, wie wir müssten, weil wir wollen hier an Firmen rantreten, an Schulklassen, an Universitäten, wir wollen hier Gruppen durchführen. Das dürfen wir logischerweise nicht, weil, wie gesagt, eine Person pro 10 Quadratmeter macht das unmöglich. Und das ist das einzige Problem, was wir gerade hier haben. Da muss man mal schauen. Also wie gesagt, man kann uns hier besuchen, das ist jederzeit möglich. Informationen findet ihr auf retrospieleclub.de, da stehen auch die ganzen Regelungen nochmal. Aber es ist halt hier, auf Deutsch gesagt, sehr einsam, weil wir recht schnell, auf Deutsch gesagt, die Türen zumachen müssen. Aber ich wollte Robin jetzt gar nicht bei seinen Fetisch stören. Robin. Also ich habe mir mal aus dem Stapel hier eine Zeitung rausgesucht, die ich persönlich gehabt habe und an die ich mich sofort erinnert habe, als ich diese Hand hatte, dieses wunderschöne, ich will mal sagen, James-Bond-Motiv. Und da stand nämlich, die waren die ersten Bilder von Wing Commander, der neue Star am Flughimmel. Hier sind so viele Schrottspiele in diesem Magazin, aber es waren die ersten Bilder von Wing Commander mit drin und ich war so heiß von diesem Teil, dass ich mir deswegen da schon anfing zu sparen auf neue Hardware. Und ich will euch mit euch da mal einmal durchfliegen, um einfach dieses Papier, es macht mich so glücklich. Wenn ich hier mal durchfliege, früher gab es noch so Sammelkarten in der ASM, dann konntet ihr sozusagen von so Spielen vorne so eine, gab es so Karten, die man ich glaube, das war sogar vorgestanzt. Ja, ist vorgestanzt. Dann konntet ihr gucken, was beim Matz, welche Firma, Erklärung des Spiels, Anmerkungen, besonders Gameplay und so weiter. Die Space Rat. Und wenn man dann hier so durchgeht, oh, geil. Hier, SimEarth habe ich mir wegen dieses Tests gekauft. Da stand Komplexität 12, Motivation 11. Und ich dachte, Wahnsinn, das Spiel. Und ich muss feststellen, das ist nichts für mich gewesen. Patrick ist, glaube ich, auf dieselbe Geschichte reingefallen. Und hier sind
Also wie gesagt, wir haben genug bei häufigen Veranstaltungen sehr viele Leute, die sitzen die ganze Zeit hier und gucken sich nur alte Zeitungen an. Vielleicht kriege ich ja ad hoc hier die Wing Commander-Bilder hier hin. Ach, Vialversand. Hier, Patrick, Chess Simulator. Ich meine, damals Zeiten, wo Chess noch ASM-Hits bekommen hat. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also wie gesagt, ich saß hier manchmal, hier sind auch ganz die ganzen Firmen drin, die inzwischen alle nicht mehr existieren. Teenage Mutant Hero Turtles, Gargoyles Quest, Pang. Oh, noch eine Werbung von Indianapolis 500. Oh, verdammt. Also diese Zeiten. Ach so, hier ist übrigens noch das Poster drin von den Unbestechlichen, die Untouchables. Und Kevin Costner, als er noch von den Frauen gemocht wurde. Warte mal, wir können hier mal durchfliegen. Ach ja, wie gesagt, das sind echte Erinnerungen und das kann man bei uns haben, wenn man sich einfach gemütlich in die Ecke setzt und dann einfach mal sich ein paar Zeitungen rausgreift und die mal durchfläzt. Ja, absolut. Das ist wirklich in der Launch eine schöne Sache. Und als wir hier noch normal Testläufe gemacht haben, normal öffnen konnten, war das wirklich toll zu sehen, dass sich hier wirklich Leute in den Zeitschriften vertieft haben, in irgendwelchen alten Technikbüchern vertieft haben. Wir haben auch so wunderbare Technikbücher aus den 60er, 70er Jahren da hinten liegen. Das sind ganz, ganz viele Sachen, die wirklich faszinierend sind. Ja, Gruß nochmal an den Chat, an die Medienspionage. Du kannst dich auch für dich selbst als drei Personen gerne anmelden. Wir wiegen aber nicht nach, also alles gut. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn sich Leute hier anmelden, wenn Leute vorbeikommen. Da sind die Infos aber wirklich immer tagesaktuell auf der Homepage. Wir wissen ja nicht, was die hier in Hamburg weitermachen. Guckt da bitte einfach auf retrospieleclub.de nach, was dann gerade gilt, oder schreibt uns eine Mail durch. Dann können wir euch da sicherlich entgegenkommen und gucken, wie wir euch hier mal ins Museum hereinlassen können. Also das ist unser Ziel, aber wir haben halt so ein paar Grundprinzipien, die wir leider machen müssen, weil wir halt nicht zum Beispiel für eine Person hier 50 Geräte hochfahren können. Das ist einfach logistisch und auch stromtechnisch nicht gerade sinnvoll, leider. Wir wollen halt irgendwann wieder hier gerne euch alles zeigen und wir arbeiten dran, aber dazu müssten sich leider ein paar Sachen noch im Umfeld ändern. Aber wir haben theoretisch geöffnet, also wenn einer mal fragt, habt ihr theoretisch geöffnet, sage ich ja, das Wort ist gut. Theoretisch ja. Und hinter mir steht tatsächlich ein Amiga mit Dyna Blaster. Ich muss aber zugeben, es ist ein Foto, weil ich sitze hier in der Plastik. Aber Robin kann ja gleich nochmal zu dem Originalgerät hingehen. Es ist zwar nicht eingeschaltet, aber das steht auf unserem Commodore-Tisch. Da gehe ich gerne mit euch hin. Das ist hier am Amiga-Tisch der Kopf. Ich kann mal gucken, dürfte aus sein. Ich mache für euch mal das Ganze an. Dann können wir können auch gleich dazu sagen, im Augenblick kann man natürlich nicht Dyna Blaster bei uns spielen, weil 4 oder 5 Leute mit 1,5 Meter Abstand ist vor einem Amiga nicht möglich. Das heißt, dieses Spiel darf natürlich während der Corona-Zeit nicht gespielt werden, außer es ist eine Familie. Auch schon wieder ein kleines Problem, weil die Multiplayer-Stationen natürlich am meisten Spaß machen. Die sind aber natürlich die sind aber im Augenblick leider abgeschaltet und können nicht betrieben werden. Theoretisch kann da natürlich Dyna Blaster gespielt werden. Und danach kann Robin auch gerne nochmal zu unserem PC-Netzwerk gehen, weil wir hatten ja hier eigentlich noch ganz andere Sachen vor. Sprich mal, Robin, sonst sieht man nichts. Test. Ja, der Amiga läuft jetzt. Ich habe ihn eben gerade angeschmissen. Wir haben natürlich auch hier den We Hold the Joystick richtig rumkleber, damit die Leute wissen, dass man die Competition Pros, die hier als Joystick sind, natürlich mit den Augen nach vorne installiert werden müssen. Also man muss die Knöpfe vorne haben, sonst läuft das nicht. Und ihr seht hier ein wunderbares Bild von Dyna Blaster für den Amiga mit 5-Spieler-Optionen. Wir haben hinten an den Amigas, damit wir auch wissen, was es ist, steht hier auch ganz groß, Achtung, Dyna Blaster 4-Spieler-Modul mit unserer Bezeichnung. Und hier rechts haben wir nochmal so ein Joystick, eine Joystick-Mausweiche. Und wie gesagt, das Spiel lädt sich ja zum Glück von selbst. Musik mache ich jetzt nicht an, sonst gibt es nachher noch Ärger mit irgendeinem Rechteinhaber. Und ihr seht, automatisch wird hier das 5-Spieler-Spiel als Demo gestartet und diese krümelige Grafik und dieses super klasse, einfache Gameplay ist so genial. Das Spiel, behaupte ich, wird auch noch in 50 Jahren, 100 Jahren vom Gameplay sich nicht verändern. Da wird es immer Spiele geben. Tetris wird es immer noch geben. Das sind so Spiele, die werden die Jahrhunderte auch, denke ich, überdauern. Ja, es gibt eine Frage im Chat, ob wir heute eine Verlosung machen. Nicht in der Form, wie ihr es gewohnt seid, aber wir machen natürlich noch ein paar Dinge. Ich werde heute im Laufe des Tages immer wieder Nummern einblenden von Retro-Card-Inhabern, die dann einen Steam-Key bekommen. Das machen wir selbstverständlich auch heute zwischendurch. Wie das mit den Retro-Cards funktioniert, findet ihr auch die Info unter dem Link oder auch in den Trailer, den wir zwischendurch nochmal eingespielt haben. Und Robin wird heute um 17 Uhr nochmal versuchen, ein Retro-Bingo zu spielen. Da wird er gegen Spenden tolle Sachen hier nochmal, ja, euch zukommen lassen, spieletechnisch. Und da geht es um haptische Dinge, also wirklich um Spiele in Verpackung. Das hatten wir ja gestern schon mal gemacht und das funktioniert auf jeden Fall wieder. Ja, wie gesagt, Medienspinase, danke gerne. Kannst du auf jeden Fall nochmal mir per Mail die Infos schicken.
Aber verlosen tun wir heute, wie gesagt, hauptsächlich an die Retrocard-Besitzer. Aber da können wir auch gerne einen Steam-Key von dir mit reinnehmen und das auch nochmal erwähnen und als besondere Auslosung machen. Also sehr, sehr gerne. Ja, Patrick, gesagt, ich kann ja ganz kurz nochmal, das haben wir vorgestern gemacht. Wir kriegen ja mal die Frage, was ist euer seltenstes, ältestes Spiel, teuerstes Spiel oder so? Ich kann es vielleicht ja nochmal so ein bisschen teasern. Wir können ja zeigen, was zurzeit unser vermutlich teuerstes Spiel ist. Ich greife da in das Regal und hole mal wieder zum zweiten Mal jetzt das Indiana Jones und in The Last Crusade in der eingeschweißten Big Box raus, dass wir durch einen tollen Tausch mit Matthias zustande bekommen haben, dass wir es bekommen haben. Das Spiel ist wahrscheinlich das teuerste Spiel, was wir jetzt zurzeit im Laden haben. Ja, aber das werden wir irgendwann ändern, denn wir sind ja ein bespielbares Museum und wir wissen, dass Sealed Games sehr selten sind, sehr teuer sind, aber wir möchten gerne natürlich das haptisch zur Verfügung stellen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwann dieses Spiel aufmachen müssen, so wie es vielen Sammlern tun wird. Wir sind zwar auch Sammler, aber wir sind hier ein Museum zum Anfassen oder Plastikfolie anfassen ist vielleicht nicht ganz so spannend. Bei diesem Titel kriegen wir natürlich auch nicht im Augenblick mal eben kurz nochmal ohne Folie. Noch lassen wir sie drum, weil es einfach auch schön ist, aber da werden wir auf jeden Fall auch nochmal wahrscheinlich drüber reden müssen. Ja, wir können ja gleich noch ein bisschen was zum Ablauf sagen, Robin. Wenn du nochmal zu deinem normalen Platz zurückkommst, können wir dann nochmal schauen. Und wie ich eben sagte, um 17 Uhr gibt es ja das Retro-Bingo. Da kannst du auch nochmal vielleicht ein paar Sachen zu erzählen. Ich werde erstmal zwischendurch jetzt einmal kurz sagen, was nach dieser Einleitung los ist. Warte mal eben. Wir könnten es, nein, das macht hier keiner, weil die Sachen, die wir in den Regalen stehen haben, dürfen natürlich nur von uns eingelegt werden. Wir haben hier ungefähr 200 Spiele spielbereit liegen, die darf jeder anfassen, darf jeder auch selber benutzen, wenn er es technisch hinbekommt. Die Sachen in den Regalen sind nicht zum mal eben kurz ausprobieren, da helfen wir zwar mit oder würden sie auch vorinstallieren, wenn es einer möchte, aber hier geht keiner an Regale ran und reißt Spiele auf, um Gottes Willen. Wenn, machen wir diese Zeremonie tatsächlich live. Das hat ja auch der Michael schon mal gemacht, der sammelt ja auch Spiele und hat ja auch ein, Robin ruckelt sich ins Bild. Da hat das hat Michael ja auch schon mal gemacht, dass er so eine Art Unboxing mit Folien aufreißen gemacht hat. Mal gucken. Wie gesagt, wir wollen noch mal gucken, was heute passiert. Jetzt haben wir hier unsere Einladung, die gibt es ungefähr 14 Uhr. Dann haben wir ein paar voraufgezeichnete Panels, und zwar zwei ganz besondere Panels. Und einmal gibt es von dem Stefan, der ja schon gestern einige Schmups gezeigt hatte, ja, eine Reise in die Vergangenheit zu Atari 2600er Spielen. Und wenn ihr gestern oder vorgestern hier die Einladung gesehen habt, da hat Robin ja auch nochmal unsere Atari-Wände gezeigt, was wir da an Spielen hängen hatten. Da haben viele Erinnerungen dran. Und da wird uns der Stefan nochmal seine Erinnerungen zeigen. Unsere Mail-Medienspürnase ist immer die gleiche. Mail@retrospieleclub.de oder mail@retrokompott.de kannst du einfach benutzen. Das landet dann mit Sicherheit bei uns. Bitte versuchen, keine Tippfehler zu machen im hinteren Teil. Das haben mich auch schon einige gemacht. Ansonsten, was du vorne vor das Ad schreibst, ist eigentlich egal. Wir haben da einen Sammelfilter, also kein Problem. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, wir haben noch ein zweites Video aus dem Team, was wir heute abspielen. Das ist ein bisschen, ja, geheimnisvoll. Der Arne, unser Retro-Potti aus fernen Landen, hat uns ein Video geschickt mit der Beschreibung Gesichterspiele. Wir können und dürfen und sollen nicht dazu sagen, was er damit meint. So richtig weiß ich es auch nicht, weil ich habe noch nicht reingeschaut. Er hat die letzten Galas ja Wasserspiele, Perspektivenspiele und noch eine Folge, die habe ich ja schon wieder, und Murmelspiele gemacht, genau. Und jetzt macht er Gesichterspiele und das gibt es heute ab 14.51 Uhr und natürlich macht er das lange. Wir spielen 2 Stunden. Oder er spielt 2 Stunden mit Gesichtern, ich weiß es nicht. Wir werden es nachher sehen. Ich freue mich riesig auf dieses Video, denn Arne holt sich immer Spiele raus, die die meisten nicht kennen, wo die meisten noch nicht mal was von gehört haben. Und er wird sie wahrscheinlich wieder in seiner sehr genauen Art auseinandernehmen und zeigen. Und da freue ich mich riesig drauf. Und ich glaube, das könnte mal wieder hochinteressant werden. Und wahrscheinlich wird der Arne auch im Chat live mit dabei sein zu der Zeit. Ich weiß nicht, wie viele Stunden jetzt da die Zeit versetzt ist in Amerika. Den habe ich schon im Chat gesehen. Also der ist vorhin schon da gewesen. Okay, dann wird er wahrscheinlich gegen 14.51 Uhr auch dabei sein, wenn dann aufgedeckt wird, was Gesichterspiele sind. Ja, dann gibt es um 17 Uhr nochmal den Versuch eines Retro-Bingos. Gestern lief das ja recht ordentlich. Da haben ja auch einige wirklich
interessante und auch tolle Sachen schon bekommen, Robin. Magst du ganz kurz mal sagen, was uns da gegen 17 Uhr erwartet? Ja, das habe ich die letzten 2 Tage, haben wir versucht, das so ein bisschen zu teasern. Gestern hat das einigermaßen funktioniert. Wir wollen einen einstündigen, ihr spendet, ihr bekommt aber auch, und wir machen daraus ein Spiel, denn ihr werdet, ich werde euch zwingen, diesmal ein bisschen Geld zu spenden, so wie das gestern gut geklappt hat. Und in einer Runde mit 15 oder 25 €, das ihr spendet mit dem Namen Bingo, landet ihr automatisch in der Verteilrunde oder in der Quizrunde, ist es ja nicht, eine Bingo-Runde. Patrick zieht eine Zahl und dann wird zugelost, wer von den Spielen, die sich dann hier vorne bei mir auftürmen, welches ihr davon bekommt. Also ihr bekommt für eure Spende auf jeden Fall ein Spiel, das vermutlich auch genau den Wert oder drüber über dem Wert von eurer Spende liegt. Also das wäre eine Möglichkeit, auch physisch was von uns zu erhalten. Gestern hatten wir so ein paar nette Spiele. Ich kann ja mal schon zeigen, hier, der Ingo hat zum Beispiel einen MechWarrior 2, er bingot. Dann hatten wir hier noch eine tödliche Schokolade, und das Jack the Line 2 ist auch gestern weggegangen. Das sind so Spiele, die man da bekommt. Das sind PC-Spiele, und wir freuen uns, euch da irgendwie ein bisschen zu unterhalten und Spaß zu haben und vielleicht auch ein bisschen zu triggern, dass ihr mal wieder anfangt, haptisch Spiele zu sammeln. Ja, ich sage dazu schon mal eine Kleinigkeit, weil viele auch mal nachfragen. Wir verkaufen keine Dinge aus dem Museumsbestand. Wir haben hier eine strikte Trennung inzwischen gemacht von Sachen, die wir erhalten wollen, erhalten werden, ja, nach unserer Auffassung erhalten müssen, weil wir wollen die spielbereit halten, und Dingen, die wir entweder doppelt haben oder die wir hier nicht ausstellen möchten oder brauchen. Und das trennen wir sehr auf. Wir werden im Laufe des Jahres ja noch einen kleinen Shop ins Museum einbauen, wo man auch Retro-Spiele kaufen kann. Aber wie gesagt, an die Bestände geht es nicht ran. Zumindest nicht, solange wir noch in irgendeiner Form hier überleben können. Es ist auf keinen Fall geplant, hier wirklich die Kronjuwelen zu verkaufen. Aber wenn wir Spiele halt mehrfach haben, dann möchten wir natürlich auch Besuchern oder ja, retro-affinen Menschen gerne die Möglichkeit geben, ich bin gerade geschockt, weil ich den Chat gucke, sage ich gleich was zu. Retroaffinen Menschen die Möglichkeit geben, Sachen zu spielen. Yolanda, liebe Miriam, ist bei uns im Museumsbestand. Yolanda gehört hinter Glas, gehört nicht bespielt und gehört eingesperrt. Und das wird sie bei uns ewig bleiben. Yolanda ist hier ein, Robin ist schon auf dem Weg, er wird gleich Yolanda anfassen. Das sehen wir dann auch live. Nein, Yolanda ist tatsächlich eine solche Skurrilität, genau wie Top Banana, die wird, auf Deutsch gesagt, ewig bei uns im Museum bleiben. Guck mal hier, wir haben nämlich die beiden grausigen Spiele, haben wir als Original. Einmal das Liebe Yolanda, ein Spiel, wo die meisten Leute, wenn sie nach 5 Minuten aufhören zu spielen, denken, wie kann man sowas programmieren? Und das Top Banana, wo die meisten Menschen nach den ersten 10 Sekunden denken, was für eine Augenkrankheit hat man hier versucht, das zu versoften? Das wird noch schlimmer. Also, das sind so 2 Spiele, die treiben Leute in den Wahnsinn. Hier treiben sie wegen des Schwierigkeitsgrads die Leute in den Wahnsinn. Hier wegen des Versuchs einer Grafik. Ja, und wie gesagt, Robin hat Jolanda Die angefasst. Soundeffekte, Patrick, ich habe die Soundeffekte verloren, vergessen. Die Du hast Soundeffekte. Jolanda angefasst. Das wird gerade auch in meinem Chat Ja. zitiert. Ja, da nochmal ganz kurz zu, finde ich sehr gut von der Medienspürnase. Ich sehe es eigentlich ähnlich. Jolanda gehört in der Gitter. Ich habe mir gesagt, vielleicht sollten wir noch mehr Jolanda-Versionen erwerben, denn je mehr Jolanda-Versionen wir kaufen, desto weniger Leute müssen spielen. Ich weiß nicht. Egal, auf jeden Fall, Jolanda gibt es nicht im Shop. Das werden wir auch niemals übers Herz bringen, so etwas hier wieder rauszulassen. Wir sind froh, dass wir Yolanda eingefangen haben. Und wer denkt, was redet der für einen Quatsch dort? Geht auf YouTube, guckt euch einfach entweder unseren Videostammtisch zu Yolanda an, der ist ungeschnitten, auch wenn er nicht so aussieht. Von der Gala, das reicht einfach. Einfach Ganz, die Gala. ganz genau. Oder einfach, wie gesagt, andere Videos über Yolanda. Das ist schon eine Sache, die ist, sagen wir mal, neutral ziemlich speziell. Ja, wie gesagt, Retro-Bingo heute gegen 17 Uhr. Da erzählen wir dann nochmal alles, was da genau abläuft. Dann gibt es ja normalerweise am Sonntag auch eine Sendung mit Tops und Flops vom C64, wo Miriam und ich das Mastertronic-Archiv durchgehen. Und das werden wir heute auch nochmal ein bisschen machen. Da müssen wir mal schauen, wie wir die Technik in den Griff kriegen, weil normalerweise machen wir das nicht über Zoom, sondern haben da andere Systeme. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie geregelt. Aber auf jeden Fall wird es auch noch eine schöne Sendung geben mit Mastertronic-Spielen. Und da kann es ja nur besser werden, weil in den letzten 2 Wochen waren das hauptsächlich Titel. Ja, die hätten wir auch beim Schrott zum Sonntag spielen können. Aber wir gucken mal, was da passiert. Und dann ist noch nicht Feierabend. Dann muss ich wieder ran.
Dann gibt es die Einlösung von Patrick muss spielen. Was sich darunter verbirgt, das findet ihr auch unter dem Link. Da geht es ja darum, dass Leute, die uns gespendet haben und mich ein bisschen ärgern wollen, in Anführungszeichen, weil wenn jemand spendet, ärgert er uns natürlich nicht, aber er kann was von mir verlangen, nämlich, dass ich ein Zwetzi spiele, was ich vielleicht nicht mag, spielen muss. Und da haben wir ja gesagt, wer uns 25 Euro spendet, darf einen Titel nennen. Ich werde den Titel dann mindestens 10 Minuten spielen und alle anderen Spenden mit dem Vermerk Patrick muss spielen, sammeln wir zusammen und da dürfen dann Leute aus dem Team entscheiden, was ich spiele. Und ja, wir haben natürlich, ich habe natürlich mir keine Unterstützung geholt. Ich habe mir Leute dazugeholt nachher, ja, die mir gut tun. Wir werden es sehen. Wahrscheinlich ist Marius mit dabei und ziemlich sicher auch die Miriam. Und die darf dann auch teilweise mitentscheiden, was ich noch spielen muss. Werden wir sehen, ob das ein schöner Abend wird. Für die Zuschauer definitiv. Für mich, das weiß ich nicht. Was ich bisher sicher spielen muss, kann ich ja nochmal sagen. Wir haben bisher dank Michael Stopp den Kalippo-Fresser im Angebot. Ich habe die Amiga-Version gestern gesehen. Das war ja fürchterlich. Ich hoffe, das macht auch uns letztlich etwas mehr Spaß. Durch Christian muss ich Wings of Fury spielen. Das schockt mich jetzt noch nicht so richtig, weil ich glaube, das mochte ich. Ich kann mich aber nicht erinnern. Sascha hat mir Bounces ausgesucht. Keine Ahnung, was das ist. Da muss ich noch mal schauen. Und von Torben kommt der Wunsch, dass ich Barbie spielen muss. Das ist wahrscheinlich die Rache für meine Kommentare, dass wir es gerne mal im Retro-Stammtisch spielen sollten. Ja, Inso, schreib einfach noch mal bitte einfach eine Mail, dann können wir da mit Sicherheit noch mal gucken, denke ich mal. Ja, wie gesagt, das ist so heute dran und 5 weitere Spiele muss ich noch spielen. Die werden dann spontan vom Chat oder von den Teilnehmern entschieden. Das heißt, es dauert mindestens schon mal 1,5 Stunden. Ihr könnt da aber die Länge auch noch weiter beeinflussen, all dieweil, ich ja so lange spiele, bis ich alles abgearbeitet habe. Wie gesagt, schreibt bitte den Verwendungszweck dann mit Patrick muss spielen rein und eventuell auch das Spiel. Oder wie gesagt, wir sammeln das zusammen und andere entscheiden dann über mein Schicksal. Ich freue mich trotzdem drauf auf die Sendung, weil ich mag ja ein C64 und ich glaube, die kann man mir gar nicht madig machen. Bin da sehr gespannt und harre der Dinge, die da kommen. Ja, und dann ist die Gala zu Ende. Unser Sommerfest, das wir ja eigentlich mit Dutzenden von Leuten live feiern wollten, ja, ist dann in einer Corona-konformen Digitalform irgendwann zu Ende. Und wir sind jetzt schon sehr, sehr glücklich, was passiert ist, dass wir bisher schon einen knappen halben Monat wieder an Nebenkosten sozusagen von euch bekommen haben, mit dem wir hier wieder, ja, neben uns auch die Vermieter glücklich machen, weil das Geld geht natürlich in die laufenden Kosten rein. Und wir freuen uns riesig, dass das wieder so weit funktioniert hat, denn wir wissen halt nicht, wann es hier in Hamburg wieder normal Lehre weitergehen kann. Wir erwarten keine Normalität in diesem Jahr, aber wir hoffen zumindest eine Perspektive zu haben, dass wir wissen, wir können in irgendeiner Form auch mal wieder hier so agieren, dass es sich in irgendeiner Form auch, dass es uns nicht weiter hereinreißt. Denn wir haben Anfang des Jahres gesagt, naja, das Sommerfest werden wir auf jeden Fall groß feiern, eine Weihnachtsfeier wird es hier geben, wir werden Buchung haben von Firmen für ihre Firmenfeiern. Ja, wir können alles auf Eis legen durch diese Quadratmeter-Regel und durch die Vorsichtsmaßnahmen. Wie gesagt, das ist keine Kritik an den Allgemeinregelungen, bitte nicht falsch verstehen, aber warum in Hamburg immer alles eine Stufe härter sein muss, ja, das ist eine Frage, die wir uns da natürlich stellen. Das werden wir nicht verstehen und wir werden es auch nicht lösen bekommen. Das Problem ist, wir sind halt gerade im Tal und wir wollen nicht weiter runter ins Tal, wir wollen, dass es auch ein bisschen aufwärts geht und das geht halt nur, wenn man in einem finanziell lohnenden und das, wir sind halt leider kommerziell, das ist halt, wenn man selbstständig ist, wird man nicht irgendwann mal zum Verein oder sowas, das ist auf lange Sicht keine Lösung für so etwas, weil, falls ihr das mitbekommen habt, sind natürlich sehr viele Vereine in Zeiten von Corona schlicht pleite gegangen, weil die keine Wirtschaftshilfen bekommen haben und Patrick, da möchten wir auf jeden Fall anders stehen. Ja, wir möchten einfach, dass es hier weitergeht. Wir möchten eine Perspektive, wie gesagt. Wir gucken mal. Wir wollen ja jetzt gar nicht weitermachen, weil, wie gesagt, wir wollen euch hier auch... Ich will auch gar nicht weitermachen. Ich freue mich so, dass das so gut funktioniert hier und dass so viele Leute zuschauen, auch jetzt schon wieder so viele Leute zuschauen. Das ist die richtige Medizin. Und wir wollen eine Sache ganz klar sagen. Wir möchten euch natürlich auch unterhalten. Wir möchten, dass ihr Spaß habt an dem, was wir machen, an unserem Podcast, an unseren Videos, an den Streams. Und wir werden auch nach Corona natürlich in irgendeiner Form weiter streamen. Der Podcast läuft so weiter, das ist ein festes Projekt bei uns im Portfolio.
Und da machen wir auch in irgendeiner Form weiter, aber vielleicht nicht mit diesem Zwang, wir müssen es machen, sonst wird das Museum das Jahr nicht überleben. Und das ist immer ein Druck, der natürlich nicht sehr angenehm ist. Und am Ende ist es angenehm, wenn eine Gala vorbei ist und wir gesehen haben, okay, wir haben wieder ein bisschen Atempause bekommen in irgendeiner Form, aber wir möchten natürlich auch mal gerne wieder mit sehr viel Spaß oder mit Spaß machen bisher trotzdem, aber auch wirklich ohne dieses Damoklesschwert weitermachen. Wie gesagt, alle Infos sind da unter dem Link zu finden. Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns da helft. Und wie gesagt, wir gucken mal, wo das heute noch hinführt. Und wenn ihr mich nachher noch ein paar Stunden weiterquält, dann freue ich mich natürlich auch, weil wie gesagt, jede Qual hilft dir. Ja, ich sehe gerade, das hört ihr vielleicht im Hintergrund oder auch nicht. Hier gibt es mal wieder den mörderischen Guss. Patrick ist gerade eingefroren, vermute ich. Bei uns läuft hier gerade die Suppe, die Fenster runter und ich hoffe, dass wir hier nicht versinken zusätzlich noch. Ich denke, wir werden hier noch ein paar schöne Stunden erleben und ja. Ich sehe dich noch super, Patrick. Also ich sehe mich auch bei Zoom hier noch. Ich bin nicht mehr bei Zoom. Jetzt geht's wieder. Ja, jetzt geht's wieder. Zoom hat sich gerade resettet, Entschuldigung. Hier hat sich tatsächlich Zoom gerade resettet, während deiner Internetstörung. Das war schick. Jetzt bist du auch wieder in Bewegung, zumindest auch bei mir. Alles gut, Entschuldigung. Du hast zuerst aufgehört zu stehen und ich habe das Gefühl gehabt, verdammt, irgendwas kaputt. Nein, wir haben hier einen Regenguss sondergleichen und hier läuft die Suppe, das haut die Hauswand runter. Wie schön, dass ich wieder keinen Regenschirm mit habe und keine Jacke. Aber ich habe dir einen vor die Tür gestellt, lieber Patrick. Ich hoffe, im Bereich drinnen, nicht draußen. Ich habe dir einen vor die Tür gestellt, klingt komisch. Bitte? Steht schon richtig an der richtigen Stelle. Alles klar, dann bin ich beruhigt. Ja, wie gesagt, wir haben hier ein volles Programm und wer jetzt tatsächlich am Samstag oder am Freitag Sachen verpasst hat, wir sind jetzt im Hintergrund schon dabei, diese entspannten 60 Gigabyte Datenvolumen Stück für Stück zu YouTube zu transferieren. Da gibt es alles nochmal aus dem Archiv. Da könnt ihr schauen, was in den letzten zwei Tagen los war. Dieses legendäre Top-3-Panel mit Ingos Svetzi-Spielen, die 5,5 Stunden. Irre. Natürlich auch die voraufgezeichneten Panels und natürlich auch noch andere tolle Geschichten. Wir hatten ja noch einen Schrott zum Sonntag gestern mit Michael. Wir hatten Ingos Treasure Hunt live, wo er wieder auf dem VC20 Dinge gemacht hat. Da war es sehr piepig, sag ich mal vorsichtig, weil Ingo wollte uns zeigen, wie Kassetten klingen und wie schön es ist, die auf volle Lautstärke zu drehen. Dann haben wir vom Freitag noch den offenen Talk mit Gästen und natürlich auch den Audiostammtisch. Es sind so viele Stunden, die wir da schon wieder jetzt gerade hochladen. Da könnt ihr euch nochmal in den nächsten Tagen und Wochen echt die Highlights rauspicken. Aber heute, wie gesagt, bleibt live dabei. Wir machen hier ja, wie gesagt, mindestens sind wir jetzt schon bis heute Abend gegen 8, denke ich mal, dran. Aber es kann ja, wie gesagt, auch noch länger dauern. Das werden wir sehen. Ja. Patrick, freust du dich eigentlich schon auf heute Abend mit den Spielen? Ja, also wie gesagt, ich bin ja entspannt, da ich ja, wie gesagt, Svetzi-Spiele mag. Und vielleicht lerne ich ja auch neue Dinge kennen oder auch nicht. Ich werde sehen. Also ich bin gespannt drauf. Ich weiß ja nicht, was passiert. Und das ist eigentlich auch gut so. Na gut, Torben hat mir jetzt noch Barbie reingesemmelt. Also da habe ich aber selber dran Schuld. Da weiß ich ja auch nicht mal, ob ich das Spiel mag oder nicht, weil natürlich habe ich das nie ernsthaft gespielt. Entschuldigung, das ist ein Running Gag. Und wir bitten ja bei den Wahlen zum Videostammtisch dazu, Barbie zu wählen. T2SG im Chat, wie es früher bei uns aussah im Betrieb mit Menschen. Auch da der Hinweis auf den YouTube-Kanal, da haben wir diverse Videos laufen oder auch bei Facebook diverse Fotos, wie es mit Menschen aussieht. Wir haben hier kurz vor Corona ja Testbetrieb laufen gehabt. Da waren wir teilweise 60, 70 Leute bei uns in der Location und das war richtig toll. Das war Wahnsinn. Wir machen hier Silent Gaming mit Kopfhörern und wenn 60 Leute Spaß haben, ist trotzdem eine tolle Atmosphäre ist, sich Leute unterhalten. Wir haben hier noch Kellerräumlichkeiten, die können wir natürlich im Augenblick wegen Corona nicht öffnen, da ist es einfach zu eng. Da waren auch schon richtig kultige Events und Treffen im Keller, klingt jetzt komisch, ist aber so. Und diese Atmosphäre hier ist einfach einmalig. Das heißt, wir hoffen, dass es irgendwann wieder so ist. Wir wissen nicht wann, und wir hoffen, dass es dann wieder so sein wird und wir hoffen natürlich auch, dass wir irgendwie bis dahin durchhalten können. Und ich sage immer, mit eurer Hilfe gemeinsam dieses Kleinod hier noch zu erhalten, wäre wirklich traumhaft. Denn es ist eine Art Herzensprojekt, es ist eine Art Lebenstraum für uns gewesen. Wir haben seit Jahrzehnten von so einer Sache geträumt und kaum kommen wir auf die Idee, so etwas zu machen, nämlich im Jahr 2020 und sind eigentlich mit allen Testläufen durch, haben alles fertig gemacht, sind
glücklich mit dem, was hier passiert und wollten im März dann richtig durchstarten, kriegen die ersten Buchungen von Firmen, von Privatpersonen und Mitte März kam Corona. Ja, im Chat geht's los. Ich muss jetzt nachdenken. Miriams Spiel für mich fängt mit K an und ich finde es cool, dass jemand Kolanda und Top Kanana schreibt und Karibi. Genau, sehr schön. Kleiner Hinweis, Top Banana gibt es nicht für den C64. Das kann es nicht sein. Außer es hat noch einer schnell programmiert. Ja, aber die Lösung gibt es nachher. Und wie gesagt, vorher, ich weise nochmal darauf hin, gegen 17 Uhr das Retro-Bingo mit Robin. Also wir machen hier ab 17 Uhr ja wieder live weiter und gucken dann mal, wo uns der Tag hier heute hinführt. Heute Morgen wusste ich bis gar nicht, wo es mich hinführt, weil durch die, ja, ich sage mal, Crashung des Top-Dial-Talks durch Robin im Hintergrund, im positivsten Sinne, der ging 5,5 Stunden, bin ich wirklich jetzt schon komplett übermüdet. Die Anzeige unten passt nicht mehr, das ist richtig. Ich kann nicht noch nebenbei zwei Sachen machen, aber ich sehe was, und das muss ich jetzt kurz mal weiter durchgehen tatsächlich. Wir haben einmal von Björn eine Spende bekommen. Ich gehe jetzt mal live auf unseren Streaming-Server, werde wahrscheinlich jetzt hier einfrieren. Nee, ich friere nicht ein. Vielen, vielen Dank an Björn. Er hat nochmal für 0,7 Tage gesorgt. Vielen, vielen Dank wirklich. Das ist ganz, ganz toll. Und ich habe noch eine zweite Mail. Da gucke ich jetzt auch nochmal rein. Ja, von dem lieben Andreas. Herzliche Grüße nach Österreich, nahe an die Grenze von, Entschuldigung, Tschechien, ich bin müde. Ja. Dankeschön. Nicht, dass ich jetzt hier etwas Falsches sage. Vielen, vielen Dank auch an Andreas und da auch nochmal natürlich der Hinweis, wer sich in Österreich aufhält und dort in der Nähe ist. Andreas betreibt ein Privatmuseum und macht da ähnliche Dinge wie wir auf etwas kleinerem Raum, aber der ist auch einfach nur im positivsten Sinne verrückt, was er da macht. Und wir hoffen, dass wir uns da auch mal wieder alle irgendwo gemeinsam an solchen Orten treffen können. Aber wie gesagt, falls ihr geografisch wissen wollt, das KCM oder GoTo KCM heißt, glaube ich, seine Adresse und das ist in Kautzen im Waldviertel, also sehr weit im im Nordosten von Österreich. Ja, und ich werde natürlich jetzt auch dem Wunsch aus dem Chat entgegenkommen, weil hier unten die Anzeige nicht passt. Wir erhöhen um einen Tag durch Andreas. Vielen Dank, Andreas. Danke auch noch für den Hinweis, weil wie gesagt, ich bin ein bisschen träge tatsächlich durch meine Müdigkeit und hoffe, dass ich hier schon die richtigen Knöpfe im Stream drücke. Und ich schalte mal wieder um, bin vielleicht dann eingefroren, mal gucken. Ja, nee, es hat geklappt, ich bin nicht eingefroren. Hat funktioniert. Also vielen, vielen Dank an die Unterstützung, auch an die Unterstützung aus den letzten beiden Tagen. Wie gesagt, ohne euch hätten wir dieses Jahr schon nicht mehr erlebt und wir hätten auch nicht gedacht, dass es so lange ohne Perspektive hier weitergeht. Aber wir wollen, wie gesagt, ja nicht hier jammern. Es gibt halt ganz, ganz viele Betriebe, vor allem die kleineren hier in Hamburg, denen es auch richtig scheiße geht. Wir haben immer dieses ironische Beispiel genannt, durch die Quadratmeterregel darf in eine Bar mit 30 Quadratmetern in Hamburg dürfen nur 2 bis 3 Leute rein. Und da frage ich mich auch immer, wie funktioniert das? Gehen die in die Bar, besaufen sich und dann kommen die nächsten 2? Es sind so Dinge, die im normalen Betrieb nicht funktionieren. Das Problem haben wir hier Patrick, der Barkeeper hat jetzt neuerdings Sinn und Zweck, die Leute so schnell wie möglich mit teuren Cocktails abzufüllen, damit sie rausgeschmissen werden können, weil sie betrunken sind und die nächsten nachkommen. Ja, ganz, ganz toll. Und wir können das hier auch so machen. Wir stellen in jede Ecke einen Gast und gucken mal. Ja, die Steam Keys sehe ich. Vielen, vielen Dank, Christian, Medienspürnase. Die werden wir mit Sicherheit dann nochmal nachher mit verlosen. Ich muss mal gucken, wie wir das machen oder ob wir die nochmal extra verlosen unter den Retrocard-Besitzern. Da müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ich spreche immer über diese Retrocard. Vielleicht sollten wir da gleich nochmal was zu sagen. Den Trailer gab es schon oft genug, der ist auch bei YouTube zu finden. Das ist so eine kleine Plastikkarte. Ich kann ja mal hier live gucken, ob ich die im Portemonnaie habe. Ich hoffe, ich habe sie dabei, weil ich habe selbst natürlich auch eine. Ja, habe ich. Die kann man jetzt dank des Greenscreens wahrscheinlich nicht gut sehen, aber ich versuche es mal. Doch, es geht. Das ist unsere Retro-Card. Ich bin die Nullnummer. Der Leuch ist wieder durchsichtig. Der Leuch ist durchsichtig. Ich kann durch den Leuch gucken. Nee, kann ich nicht, weil danach ist das Bild zu sehen. Ich kann nicht durch ihn durchgucken. Das ist die Retro-Card. Die kann man bei uns bekommen. Das ist auch eine tolle Möglichkeit, ja, die Zugehörigkeit zum Retro-Komfort, zu der Retro-Geschichte, ich kann durchgucken, danke dafür, zu zeigen. Und mit dieser Karte passiert auch noch einiges mehr. A, wie gesagt, hilft auch diese Karte, der Erwerb dieser Karte, uns hier weiterzumachen. Die wird es auch nach Corona natürlich geben, weil die auch wirklich haptisch schön ist. Das ist wirklich wie eine kleine Kreditkarte. Man kann mit dieser Karte, wie gesagt, selbstverständlich Steam Keys gewinnen, habe ich ja eben gesagt. Das werden wir nachher wieder einblenden. Und wer seine Nummer im Stream sieht,
der bekommt einen Steam-Key. Ich habe Stream und Steam richtig gemacht. Das möchte ich einmal noch kurz betonen, trotz der Müdigkeit. Steam-Key? Ja, und wir sind nachher auch wieder nicht auf Switch, wir bleiben auf Twitch. Gut, da gibt es Steam-Keys, wie gesagt. Danach gehen wir auf den Switch, ne? Genau, mit der Twitch und Switch. Vergiss es. Und dann switchen wir um. Aber ich bin gerade bei der... Hört doch bitte mal auf da. Vielleicht noch was zur Erklärung, eine ganz einfache Erklärung. Diese ich kann gerade nicht, der Chat ist so durchgelurcht. Das geht gerade gar nicht. Ja, zur Erklärung. Diese kleine Karte, mit der kann man einiges machen. Man kann sie anfassen, angucken. Sie hat geprägte Nummern. Nein, im Ernst, die ist haptisch schön. Sonst hätte ich sowas auch nicht verbunden. Aber man kann Steam Keys gewinnen. Wenn man uns hier im Museum mal besucht, kann man mit dieser Karte auch ein Getränk zum Beispiel gratis bekommen. Und wir planen da auch sehr viele andere Dinge noch, die mit dieser Karte möglich sind. Man kann die Karte auch ummünzen in eine Eintrittskarte hier im Museum. Aber da findet ihr die Infos, wie gesagt, auch alle bei uns im Netz. Und wer die haben möchte und uns das per Mail schreibt, dann wird die Nummer auch schon sofort in den Lostopf geschmissen, auch wenn die Karte haptisch dann erst nach einigen Tagen bei euch landen wird. Ich kann nicht entspannt reden, wenn der Chat, meine Güte, wenn der Chat komplett durchlurcht, wie gesagt. So viel Lurchwitze hatten wir lange nicht. Verlurcht aber auch, genau. Vielleicht sollten wir den Begriff Lurch bei Twitch kurzfristig rausnehmen. Ich bin hier vielleicht nochmal Erklärung, was die Karte kostet. Sie kostet einmalig inklusive Versandkosten 10 Euro. Ihr unterstützt damit direkt den Retro-Spiele-Club. Die Karte ist ein Leben lang gültig, solange es uns gibt hier als Club. Ich hoffe noch mindestens 30 Jahre, bis Patrick und ich komplett zerbröseln und zu Staub zerfallen. Und Sinn und Zweck ist es, ihr sollt einfach eure Bindung an uns und wir geben dadurch sozusagen unser bestes Plastik für euch. Und ich glaube, du kannst erzählen, was du möchtest, Robin. Es hört keiner mehr zu, es gucken alle auf den Chat. Aber wir versuchen, könnt ihr das bitte mal stoppen? Nein, Robin hat aber recht. Es ist wirklich eine schöne Sache und ja, es wird nicht mehr gehen. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Wenn man etwas anstößt, dann hört es nicht mehr auf. Das ist wie Leuchtdomino hier. Was ist Leuchtdomino? Egal. Wenn sie eckig wären, könnte man sie stapeln, aber sie sind rund. Ja, und auch da wieder. Wir hatten mehrfach die Frage, auch der Hinweis ist gut, Andreas. Es ist der 1. August. Man kann wieder die Prime-Abos von Amazon mit Twitch verbinden und damit auch helfen. Das stimmt tatsächlich. Wir haben was angeleuchtet, ja. Oh, das ist wie Beleuchtung. Hört ihr jetzt bitte auf? Ihr dürft nur 8 Minuten. Danach hat sich's ausgeleuchtet hier. Es ist immer schlimm. Contenox. Wir versuchen es noch einmal. Wir mögen diese Karte und alle, die sie bisher erhalten haben, mögen sie auch. Und wie gesagt, da kommt noch einiges auf euch zu, wenn ihr so einen Lurch adoptiert. Ja, da war immer die Frage, ihr könnt besonders auch mehr als eine Karte haben. Das wollte ich gerade sagen. Es kam die Frage, wie kann man seine Gewinnchancen erhöhen? Und das hat einer unserer Retro-Papottis ausprobiert. Schöne Grüße an den lieben Ingo. Der hat zeitweise 10% der bisher herausgegebenen Karten besessen. Im Augenblick ist die Quote wieder etwas gesunken und hat dadurch seine Chance erhöht zu gewinnen. Und natürlich kann man sich auch mehrere Karten holen. Aber wenn man eine Familie hat, ist es doch schön, wenn jedes Familienmitglied eine eigene Karte hat. Der Trend geht zum individuellen Lurch. Wenn listige Lurche Leichen, listige Lurche. Das geht noch, selbst in Müdigkeit. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt ein kleiner Lurch. Ja. Ich weiß noch nicht, wo das hinführt in den nächsten Minuten, aber ich finde es sehr, sehr schön, dass der Chat aufgewacht ist, im Gegensatz zu mir. Sonntag-Lurch-Erotik. Unser täglichen Lurch gibt uns heute, ja genau. Dann haben wir auch wieder den Bezug zu den Retro-Komportis da. Wie gesagt, sehr, sehr spannend, was da gerade passiert. Ich finde das cool und ich bin auch tatsächlich gespannt, wo der heutige Tag hingeht und wie lange die Lurchwitze jetzt noch durchscrollen. Denn wie gesagt, in wenigen Minuten geht es los mit einigen aufgezeichneten Panels. Von 14 bis 17 Uhr zeigen wir Dinge aus dem Retro-Komport-Universum von unseren Retro-Komportis. Portis und wir führen euch nicht in Verlurchung, genau. Kurz nach 2 gibt es die Atari 2600 Spiele von Stefan und danach Gesichterspiele mit Arne. Wird endlich das Geheimnis aufgelöst, was sich dahinter verbirgt. Und ich denke einmal noch, Robin, zum letzten Mal, zeig noch mal eine Sache hier, auf die wir stolz sind bei uns in der Location. Versuch dich noch mal abzukoppeln von deinem Standort und geh noch mal zur Atari-Wand. Einmal noch mal so als kleiner Gag am Rande. Ich denke mal, ja, wir sind hier in Hamburg, genau, der ist gut. Oh Mann. Hamburg!
Und erlöse uns vom gebrochenen Lurch. Der einzige Lurch, der zerbrochen wurde, ist bei Ingo. Der hat nämlich ein Plastiktoken von uns bekommen und hat es natürlich durchgebrochen. Und werf den bösen Lurch zu Boden. Ich glaube, das müssen wir alles nochmal rausziehen aus dem Chat. Das ist wirklich schön. Denn dein ist der Lurch und die Verlurchung in Lurchigkeiten durch. Zu viele Lurche. Wir schalten gleich nochmal kurz zu Robin. Der zeigt nochmal unsere Atari XL-Wand, die man hier natürlich auch live bespielen darf. Also nicht die Wand. Man kann die Spiele von der Wand. Und es ist auch kein Atari XL, sondern 2600er. Das ist korrekt. Den XL darf man auch bespielen, aber man darf die VCS-Module von der Wand nehmen, in den Atari stecken und dann natürlich auch viel Spaß haben mit lustigen Namen, mit lustigen Erinnerungen. Scroll nochmal ein paar Sekunden darüber, bevor wir dann gleich im Programm weitermachen, Robin. Konnte man nicht die 2600er-Spiele in den 800 XL packen? War das nicht so? Bitte versuche es nicht. Ich bin froh, dass im Augenblick hier das meiste funktioniert. Warte mal, ich muss erstmal gucken, ob das geografisch geht. Nein, ich glaube, die sind kleiner, ne? Nein, es geht nicht. Physisch komplett anders. Ja, ich muss mich gleich nochmal entkoppeln. Ich bin gerade wieder eingefroren hier. Das ist immer sehr schön, wenn ich mich in so einer Haltung sehe und nicht mehr bewege. Ja. Ich kann ja mal inzwischen weitermachen. Also wir haben unsere Unsere Atari 2600-Spiele haben wir nicht in eine Kiste, nicht in eine Box, nicht in ein Regal gepackt. Wir haben die Spiele gefüttert mit einem kleinen Magnetkleber und haben uns so eine Metallwand geholt, die auf auf dieses Teil hier raufgeklebt. Und man kann sozusagen als Spieler herkommen und sagen, ich wollte schon immer Dig Dug spielen. Nehmt ihr euch das von der Wand? Und dann geht er einfach die Schritte rüber. Mann, also dieses Gimbal ist zwischen Horror und Horror ist es Platz 1. Aber du, das Gimbal, das wird eine tolle Geschichte werden. Du und das Gimbal. Ich habe leider den Strom nicht angemacht. Da haben wir unseren 2600er stehen. Da ist gerade Sorcerer's Apprentice. Das sollte Patrick sich eigentlich angucken. Hat er nicht gemacht. Mann, oh Mann. Und dann steckt ihr das hier rein, macht an und stellt fest, oh, das ist tatsächlich Strom an. Was ist denn der Strom an? Man sollte vorher prüfen, ob Strom auf der Leitung liegt. Das ist, seht ihr das hier, dass die Lampe noch so restleuchtet? Das ist der Kondensator, der hat noch immer Saft gehabt nach einem Tag. Ja, im Chat kam schon Hinweis, Bobby geht nach Hause. Ja, das tut er auch wirklich. Den haben wir schon ein paar Mal reingesteckt, aber irgendwann muss Bobby auch mal im Modul bleiben. Den holen wir jetzt heute nicht wieder raus. Was wir nochmal machen werden demnächst, es gab ja gestern, wie gesagt, den Top-3-Talk und da hatten wir ja auch über neue Produkte gesprochen und ich habe tatsächlich vor ein paar Stunden zu Hause das eine Modul wiedergefunden, was ich privat mal gekauft hatte, nämlich das neueste Spiel von David Crane und Dan Kitchen. Das liegt noch verschweißt bei mir zu Hause rum. Das werden wir mal hier definitiv live in der Location ausprobieren. Ich denke mal, irgendwann läuft dieses Bahnrennspiel, wo du über den Zug läufst? Nein. Zirkus. Was mit Zirkus? Okay. Das ist neu programmiert worden von den beiden und das werden wir mit Sicherheit mal live testen, da habe ich auch Lust zu, das sah nicht spannend aus, aber ich habe mit Schrecken festgestellt, das liegt noch verschweißt bei mir zu Hause in einer Kiste. Das muss also auch nochmal angeboxt werden, das werden wir hier dann live machen. Ja, schwenke noch ein paar Sekunden über diese Erinnerung. Gerne, ich glaube da noch ein bisschen, also wir haben hier oben den Hammertitel Pressure Cooker, ich finde das schon so geil, der Kochtopf, wie heißt das? Ist auch egal. Die gefährliche Mäusejagd finde ich einfach. Weil was ist gefährlich an der Mäusejagd? Kampf um die Schatzinsel, Solaris, Missile Command, Gyros, also nicht Gyros, sondern Gyros. Decathlon ist natürlich so ein Titel. River Raid, einer der ersten indizierten Spiele. Frogger. Ich gehe nochmal ganz kurz auf den Chat ein. Entschuldigung, Robin, weil wir nur noch 2 Minuten hier live sind. Wir machen keine Verlosung in der Form mehr, aber wir hauen noch ein paar Steam-Keys, wie gesagt, an Unterstützer, also an Retro-Card-Besitzer raus. Und natürlich werden wir nochmal Retro-Bingo nachher spielen. Da gibt es dann haptische Ware zu gewinnen. Aber wir hauen auch noch ein paar Steam-Keys im Laufe des Abends raus. Dazu erzählen wir nachher nochmal mehr. Ja, ich würde mal sagen, wir beenden das hier langsam, denn ich möchte natürlich auch die tollen Panels aus dem Team noch abspielen. Die waren wirklich mit viel Mühe gemacht und ich freue mich da riesig drauf, dass wir uns die auch angucken können. Und ja, ihr könnt natürlich während der Zeit auch weiter uns helfen, uns weiter zum Beispiel spenden und auch damit den Sonntagabend noch mit beeinflussen, dass ich vielleicht noch ein paar andere Spiele oder weitere Sachen spielen muss. Und natürlich freuen wir uns dann alle, wenn wir uns um 17 Uhr nochmal zum Retro-Bingo wiedersehen und gucken, ob das dann sich ja so ein bisschen ausgelurcht hat. Noch ist da ein Lurchproblem im Chat nämlich tatsächlich. Ja, vielen, vielen Dank an euch. Ich werde gleich umschalten, schalte noch einmal zu Robin, der hat die Kamera jetzt irgendwie etwas höher gehalten, aber so sieht man noch mal ein bisschen was wir hier eigentlich, wie es hier am Augenblick aussieht. Ein bisschen zu leer leider, also nicht an Geräten, sondern an Menschen.
Genau, ich wollte euch einmal nochmal allen lieben Dank sagen, besonders den Leuten vom Team, weil ich das nachher wahrscheinlich vergessen werde. Das ist Wahnsinn, was ihr uns geschickt habt. Könnte ich das auf Schalter, würde ich jetzt ein Tränchen verdrücken. Das kann ich nicht. Da sitze ich dann abends und freue mich tierisch, wenn ich sehe, was wir zusammen geschafft haben und dass wir irgendwann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres hier irgendwann lächeln sitzen und sagen, so, jetzt geht das Leben normal wieder weiter und nicht so scheiße, wie es die letzten anderthalb Jahre war. Ja, ohne die Unterstützung hätten wir wirklich keine Perspektive hier. Danke an euch. Ich schalte jetzt direkt auf unsere Videos aus den Retro-Kompott-Team und bin sehr, sehr gespannt. Und ich bin auch nachher sehr gespannt, wenn endlich sich auflöst, was sind die Gesichterspiele von Arne. Vielen Dank an euch. Viel Spaß in den nächsten 3 Stunden mit spannenden Videos. Und wir sehen uns nachher um 17 Uhr.